Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Unboxing-Video. Heute wollen wir mal schauen, was man im Apple Store für 599 Euro bekommt, wenn man sich für diese Hover Camera Passport entscheidet. Die Hover Camera Passport ist schon auf den ersten Blick irgendwie anders als andere Drohnen. Das erkennt man hier an diesem Gitter außenrum und auch in dieser recht kastigen, eckigen Form. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, was sich hier im Karton befindet. Das ist ja schon optisch erstmal relativ angelehnt an die Produkte von Apple. Also es sieht aus wie so ein etwas größerer iPhone-Karton. Sehr edel gemacht, schön schlicht gleichzeitig. Könnte auch ein iPad Mini drin sein. Genau, zum Beispiel. Und wir wollen mal schauen. Jetzt müssen wir hier erstmal diese Schnipsel durchtrennen. Du hast ein Messer am Mann. Am Mann nicht, aber es liegt in der Nähe. Kriegen wir das also hin. So, sehr schön, das stumpfeste Messer aller Zeiten. Hier steht schon drauf, ich habe es eben gesehen, CES Las Vegas. Du warst ja da. Genau. Kannst du uns vielleicht gleich noch ein paar Sachen zu erzählen? Richtig, das mache ich gleich. Wir schauen uns am besten den Copter erstmal an. Ja. Ist also hier auch schön saugend, sehr edel. Hier ist sogar noch so ein Moosgummi drin. Richtig. Darin ist die Drohne auch eingebettet. Also da ruckelt nichts, da wackelt nichts. Da braucht man sich beim Transport oder beim Postweg wirklich keine Sorgen machen, dass da was kaputt geht. So, passt auch sehr genau rein. Und wie man sieht, das ist nicht das typische Copter-Layout, wie man es so kennt. Nee. Es erinnert irgendwie tatsächlich irgendwie von der Form her an einen fliegenden Grill. Sehr gut, ich habe noch das Wort gesucht, das passt, genau. Ja. Ne? Natürlich fliegt man nicht so, das wäre ja ein interessantes aerodynamisches Prinzip. Es würde relativ schnell in die Hose gehen wahrscheinlich. Und vermutlich, richtig. Man klappt das Ganze einfach auf. Ja. Und was auffällt, der Klappmechanismus, der ist durch Magnete gesichert. Mhm. Also in der Hinsicht, man braucht sich keine Gedanken machen, wenn man es mal ein bisschen bewegt, dass da die Ausleger schlottern oder schlabbern oder sonstiges. Mhm. Und so hat das gute Stück doch tatsächlich was von einer Drohne. Ja, jetzt kann man es erkennen. Vier Motoren, Brushless-Motoren. Genau. Die sind komplett gekapselt. Man kann quasi so draufgreifen, ohne Sorge haben zu müssen, in die Props zu greifen. Was natürlich auch sehr praktisch ist, wenn du fliegst. Wenn du mal eine Tür aneckst oder irgendetwas anderes, dann schützen die Protektoren davor, dass der Copter sofort abschmiert. Und natürlich ist es auch ein Sicherheitsplus für andere Menschen, wenn man mal jemandem zu nahe kommen sollte. Ja. Hier, da fehlt noch ein bisschen was, das sieht man, da wird noch der Akku aufgesteckt. Zeig's mir nochmal. Ja. Ja, ist wirklich sehr schön leicht, schön wertig auch. Wir können uns ja mal angucken, was das Ding wiegt. Ja. Beziehungsweise das ist jetzt erstmal ohne Akku. Genau. Kann ich nochmal hier ein paar Details in die Kamera zeigen. Das ist eine gute Idee. Also hier vorne haben wir also diese Kamera. Richtig, die nimmt im Übrigen in 4K auf mit 30 Frames. Ja. Kann natürlich auch HD und Full HD. Und der verbaute Sensor hat 13 Megapixel. Also es ist eine gute, standardmäßige Selfie-Drone, mit der man schöne Aufnahmen machen kann. Gut, ja, ist ein schönes Teil. Auf jeden Fall. Und was ich eben gedacht habe, dieses Gitter schützt natürlich nicht vor Gras, aber, das ist mir schon verraten, man kann es ja auch direkt aus der Hand starten. Ja, dafür ist es ja gemacht, das ist einfach so und dann... Richtig, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Gesteuert wird es ja per App, beziehungsweise um sie zu fliegen, brauchst du eine App. Die ist sowohl im App Store als auch bei Google Play erhältlich und ist kostenlos. Ja. Aber man kann sie, ich nehme sie nochmal hoch, später theoretisch einfach so starten. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. So. Ohne Akku bringt die Passport von Hover 168 Gramm auf die Waage. Ja. Und dann müsste das mit Akku so um die 240, 250 Gramm sein. Können wir ja gleich nochmal schauen. Genau. Das ist nicht ungewöhnlich für eine Selfie-Drohne. Damit ist sie kein Starkwindwunder. Nee. Aber das muss sie auch nicht. Sie ist aber auch relativ wuchtig, so finde ich. Ne? Also ja. Für das Gewicht wirkt sie allein durch diesen Käfig schon so ein bisschen, wie aus einem Guss. Genau. Also wenn man sich so erstmal überlegt, ach meine Güte, die Optik ist gewöhnungsbedürftig, aber sie hat definitiv was. Und wenn man so die Verarbeitungsqualität sieht, das ist top. Mhm. Ja? Dann können wir mal schauen, was noch so in dem Karton ist. Wollte ich gerade sagen, wenn wir schon mal hier sind. Genau, stelle ich die mal beiseite. Jetzt geht es hier weiter, das erinnert auch wieder stark an Apple, mit so einem Mäppchen, was man hier so rausnimmt, mit so einer Lasche. Gucken wir mal, was sich da drin befindet. Erstmal ein Schnellstart-Guide, Kurzanleitung. Mhm. Werfen wir mal einen Blick rein. Wenn ich das schon sehe, mindestens 10-sprachig, das ist schon mal sehr gut. Ja, ich glaube, es sind 12 Sprachen. 12 Sprachen. Ja. Unter anderem auch Deutsch natürlich.
Und da sieht man hier schon, das ist sehr schön und ausführlich und auch leicht verständlich gemacht. Und es sind auch, glaube ich, gar nicht so viele Seiten, weil so dick ist das Heftchen nicht. Nein. Das ist hier die zweite Doppelseite. Und bei der dritten Doppelseite sind wir schon hier bei Espanol. Das heißt, es sind tatsächlich nur ja, zwei Doppelseiten, die wir nur brauchen, das Teil in Betrieb zu nehmen. Mhm. Dann habe ich hier, das kannst du auch nochmal zeigen, ja, mal ein paar Sicherheitsinstruktionen in Bezug auf die Batterie, in Bezug auf Fliegen allgemein und so eine Art Packlist, damit man überprüfen kann, ja, ob wirklich alles drin ist. Nice to have, sage ich mal. Würde ich auch sagen. Wobei wir uns natürlich lieber dem Spannenden hier widmen wollen. Richtig. Wie es oben war, geht es unten weiter. Alles sauber verpackt. Mhm. Also was schon mal auffällt und was sehr gut gefällt, diese L-förmigen Dinger, das sind die Systemakkus. Ja, und davon haben wir gleich zwei. Das ist natürlich sehr praktisch. Mhm. Und es ist auch nicht so ganz verkehrt, denn man muss überlegen, Hoover gibt die Flugzeit bei quasi null Wind mit 10 Minuten an. Da ist es gut, einen Wechselakku zu haben. Es handelt sich da um zweizellige Lithium-Akkus mit einer Kapazität um 1400 mAh. Ja. Die sind vergleichsweise leicht. Wir können jetzt ja, wo die Kamera hier nochmal, also die Drohne draufsteht, klicken wir einfach mal drauf, genau, und wiegen das Ganze nochmal. Da lag ich gar nicht so verkehrt, 240 Gramm ja, abflugbereit. Das ist schon mal sehr gut. Mhm. Ja, um mal zum Akku zurückzukommen. Es handelt sich halt um einen Systemakku mit einem integrierten Stecksystem. Der wird einfach aufgeschoben. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass es nicht passt. Genau. Ja. Und du hast ja schon das Ladegerät da jetzt rausgeholt. Ja, ich schaue mir das hier schon mal an in Ruhe. Genau. Was auffällt, das ist sehr praktisch, es ist ein Doppellader. Ja. Also man kann beide Akkus parallel laden. Wenn man einen leer geflogen hat, kann man natürlich den einen schon mal befüllen. Sind beide leer, stöpselst du beide an. Das reduziert die Zeit schon ganz ordentlich. Das geht ruckzuck, denke ich, denn ich hatte eben auch schon gesehen, der hat einen ganz ordentlichen Ladestrom hier, maximal 2,8 Ampere sogar. Ja. Das heißt bei 1400 mAh 1C pro Akku, ja, das ist ordentlich. Da muss man auf jeden Fall keine zwei Stunden warten, nee, bis er voll ist, wenn man es von diesem kleinen USB-Stecker laden kann. Dann haben wir hier das Netzteil eben und Stecker. Ein europäischer, deutscher Stecker. Das ist auch selten, ja, weil normalerweise bei den ganzen Drohnen aus nennen wir es mal Fernost, mhm, hat man ja quasi so ein Steckergerüst, auf den dann quasi nur noch das Ganze vorne aufgeschoben wird. Der europäische, der britische Stecker. Und hier wird tatsächlich nur mit Europa Stecksystem ausgeliefert. Okay, das ist eventuell auch wieder, liegt eventuell am Distributor, genau. Ja, wer weiß das schon. Und letztendlich möchte man mit der Drohne in die USA, ist ja eigentlich kein Problem, weil für Rasierer, Handy etc. hast du ja eh einen Adapter dabei. Ja, also das ist schon mal kein Negativkriterium. Auf jeden Fall schön kompakt gemacht. Definitiv. Da gibt es nichts, da kann man nichts falsch machen. Man muss nichts einstellen, einfach dran stecken, in den Stecker rein und kann man Kaffee trinken gehen und danach ist er schon fast wieder voll. Der Akku so ist es. Die Akkus. Die Akkus, genau. Dann haben wir hier noch, last but not least, ein Hoovercam gebrandetes Beutelchen. Ein netter kleiner Tourenbeutel. Mhm. Darin lässt sich die Drohne dann problemlos verstauen. Ja. Ob das nun so den Schutz bietet, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, wenn man möchte, kann man theoretisch so durch die Gegend laufen. Ob das nun attraktiv wirkt, weiß ich nicht. Ja, das auf jeden Fall kompakt, Handtaschen und Handgepäck geeignet, überhaupt kein Problem. Mhm. So. Da würde ich sagen, wir halten nochmal unser Maßband dran. Wir halten mal unser Maßband dran. Das ist mal eine innovative Idee. Schauen wir mal, was wir hier so für Messungen haben. So, ausgeklappt. Fangen wir mal mit der Diagonale an. Da sind wir bei rund 290 mm. Länge, Breite, da sind wir uns ja nie so einig, was das hier nun ist. Dann sind wir hier bei Länge, Breite in dieser Richtung gemessen bei 18. Und Länge, Breite in dieser Richtung gemessen bei 22,5, will ich mal sagen. Ja. Also das sind wirklich kompakte Abmessungen. Und überraschenderweise, brauche kein Messen, halbiert sich das Ganze ja in etwa. Ja. Dann haben wir einen zusammengeklappten Zustand hier, eine 13er Breite. Mhm. Also das ist echt super. Ja, hat wirklich was von der Größe. Von also, so einem kleinen Tablet, ne? Oder richtig, fast ein großes Handy. Ne? Es gibt ja diese Hybrid-Teile Handy und Tablet. Richtig, so ein Galaxy Note irgendwas. Genau, also in die Hosentasche kriegt man es, glaube ich, schwer rein. Es sei denn, man hat eine sehr ausladende und große Hosentasche. Aber für Latzhosenträger geeignet, aber so unter den Arm klemmen, wenn man mal auf dem Weg zum Strand ist mit einer Kiste Wasser oder mit einem anderen alkoholfreien Getränk, genau. Da kann man auf jeden Fall das Teil sehr gut mitnehmen. Definitiv. Auch dadurch diese Gitter und so, muss man auch nicht Angst haben, dass es beim Transport irgendwie beschädigt wird. Also gerade die Motoren oder die Propeller, die ja doch teilweise nicht ganz unempfindlich sind.
Genau. Ja, man sieht schon, die Kamera ist geschwenkt. Da würde ich auch sagen, vielleicht erzähl es einfach mal. Du hast sie ja in Las Vegas schon mal gesehen und auch getestet. Richtig. Also wie funktioniert das Teil? In Las Vegas hatte Hoover quasi seinen ersten großen Auftritt und wurde dort auch mit dem Innovations Award ausgezeichnet. Genau, von unserem, von dem amerikanischen Copter-Magazin Rotor Drone auch als Best Drone in Show und ähnliches prämiert. Wow. Und ganz ehrlich, als ich das Ding geflogen bin, muss ich sagen, hatte ich so ein bisschen das Haben-Wollen-Gefühl. Mhm. Also ich habe schon ein wenig der Situation entgegengefiebert, die jetzt eingetreten ist, nämlich, dass sie in Deutschland erhältlich ist. Ja. Du weißt ja, ich bin immer ein bisschen skeptisch, was sowas angeht. Ich muss das immer intensiv getestet haben und das werden wir jetzt mal machen. Würde ich auch sagen. Und davon werden wir dann auch in einer nächsten Ausgabe des Magazins berichten, beziehungsweise auch nochmal ein kurzes Video dazu machen, glaube ich. Vielleicht ein längeres Video. Auch eventuell ein längeres Video, genau. Weil das ist ja schon auf jeden Fall was Interessantes, wo man auch schon ein, zwei Sachen dann zeigen und ausprobieren muss. Definitiv. Und wir haben endlich mal wieder die Gelegenheit, auf den Flugplatz zu gehen. Ach, mich ist so ein Ärger, aber auch müssen wir wieder aus dem Büro. Also ich habe auch... Schlimm. 30 Grad, das ist überhaupt kein Flugwetter. Das ist auch nicht meins. Nee, absolut nicht. Ich würde sagen, wir machen es trotzdem. Definitiv, wir quälen uns. Wir investieren jetzt mal eine Stunde, um die Akkus zu laden. Ungefähr, wenn es so lange dauert, je nachdem, wie voll sie sind. Richtig. Und dann machen wir uns auch gleich auf den Weg. So ist es. Darüber werden wir dann natürlich berichten. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr irgendwie Fragen habt oder Anregungen, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir kümmern uns drum. Und ja, ansonsten, wenn ihr noch mehr über Drohnen und Technik und Zubehör, Kameras, alles mögliche erfahren wollt, dann würde ich sagen... Ja, besucht weiterhin fleißig unseren YouTube-Channel, da halten wir euch auf dem Laufenden. Und darüber hinaus gibt es alle zwei Monate natürlich auch das Printmagazin. Alle Informationen dazu, wie ihr es bekommt, wo ihr es bekommt, wie ihr ein Abo abschließt, wen ihr anschreiben müsst, etc. etc. gibt es unter www.drones-magazin.de. Ganz genau.